Hallo liebe Freunde des Spur-G-Blocks. Seit Mitte Juli liefert ESO seinen neuen Lok Pilot XL40 Decoder aus. Damit bringt ESO auch seinen Nicht-Sound-Lok Decoder auf den neuesten Stand der Technik. Für Gartenbahner sind meiner Meinung nach die folgenden Daten am wichtigsten. Der Decoder kann mit einem Dauerstrom von 4 Ampere belastet werden. Das reicht für die meisten ein- oder zweimotorigen Gartenbahnen sicherlich vollkommen aus. Neben den 8 verstärkten Funktionsausgängen verfügt der Lok Pilot XL40 noch über 4 Servoausgänge. Die notwendige 5 Volt Niederspannung liefert der Decoder automatisch mit. Der integrierte Spannungsbuffer sorgt dafür, dass auch im Garten Herzstücke oder kleinere Schmutzstellen leicht von der Lok überwunden werden können. Den Vorgängerversionen des Lokpilots fehlte eine SUSI-Schnittstelle. Diese hat der neue Lokpilot XL40 Decoder auf der Platine integriert. Somit besteht später die Möglichkeit, den Decoder mit einem Soundmodul zu erweitern. Besonders gut gefällt mir bei den ESO-Decodern die automatische Einmessung der Motorsteuerung. Dafür stellt man die Lok mit eingebautem Decoder auf ein gerades Stück Gleis. Bei ausgeschalteter F1-Taste lässt man mithilfe der POM den Wert 0 in die CV54 schreiben. Dann wird durch Aktivieren der F1-Taste die Lok für ca. 2 Sekunden auf Vollgleis beschleunigt. Anschließend sollte fast keine manuelle Anpassung der Motorsteuerung mehr nötig sein. Die Lok verfügt in der Regel über gute Fahreigenschaften. ESO liefert ein wirklich umfangreiches Handbuch mit. Die UVP des Lokpilot XL40 Decoders liegt bei 76 Euro. Im Fachhandel sollte er etwas günstiger zu haben sein. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns bald wiedersehen auf www.spurgblog.de. Bis dann!